Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen. Sie von diesem Rachefeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Okay, Norman will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Hoffentlich was Gutes. Ja, Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Oh, Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10 und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist. Oh nein. Ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Der Typ ist hart, aber das würde wohl doch... Berichten zufolge hat Martin Lee in letzter Zeit neben seltsamen Fähigkeiten auch eine beinahe gespaltene Persönlichkeit... Eine Bewegung. Gute Nacht! Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Yuri, es klingt verrückt, aber die Sable Agents verhaften Personen und rauben sie dann knallhart aus. Du meinst Beschlagnahme von Vermögen? Das machen Drogendealer, Mafiosi. Ja, aber sie machen das bei Leuten mit fetten Autos oder Schmuck. Was sie zu Kriminellen macht. Behandle sie auch so. Zielobjekt Spider-Man ist vor Ort. Angriff! Habt ihr früher gesagt, wenn ich groß bin, will ich skrupelloser Unterdrücker werden? Ja, habt ihr vermutlich. Verstärkung!
eure Chefin hat gerade gesagt, ihr sollt euch den Rest des Tages frei nehmen. Ich schwör's. Hinter ihm. Er schießt ihn mit Schlechte Nachricht, mehr Sable-Typ. Gute Nachricht, gibt's keine. Spider-Man, die Einheit hat schon mal auf eigene Faust gehandelt. Sable International hat keine Zeit, dagegen vorzugehen. Aber es ist ihnen egal, wenn wir es tun. Ich wollte sie sowieso fertig machen. Aber so ist es noch lustiger. Danke. Den. Ich würde mich ja ergeben, aber nur, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Einfach nicht genug. Sagt Silver Sable, ich bin nicht interessiert und sie soll aufhören, mich zu stalken. Das hat ihm wehgetan.
schön. Von der Verstärkung. Eure Chefin hat gerade gesagt, ihr sollt euch den Rest des Tages frei nehmen. Ich schwör's. Schlechte Nachricht, mehr Sable-Typen. Gute Nachricht, gibt's keine. Spider-Man, die Einheit hat schon mal auf eigene Faust gehandelt.
Rival International hat keine Zeit dagegen vorzugehen. Aber es ist ihnen egal, was sie tun. Ich wollte sie sowieso fertig machen. Aber so ist es noch lustiger. Danke. Überrascht, was? Sofort! Weg da!
hey, Jungs von der Verstärkung! Eure Chefin hat gerade gesagt, ihr sollt euch den Rest des Tages frei nehmen. Ich schwör's! Sable-Typen. Gute Nachricht? Gibt's keine. Spider-Man, die Einheit hat schon mal auf eigene Faust gehandelt. Sable International hat keine Zeit, dagegen vorzugehen. Aber es ist ihnen egal, wer sie es tun. Ich wollte sie sowieso fertig machen. Aber so ist es noch lustiger. Danke. Von denen. Ich würde mich ja ergeben, aber nur, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Jungs kriegt einfach nicht genug. Sagt Silver Sable, ich bin nicht interessiert und sie soll aufhören, mich zu stalken.
ganze Drama. Und wofür? Vielen Dank, Spider-Man. Auf dich können wir uns verlassen. Captain, die Leute sind alle draußen und haben ihr Eigentum wiederbekommen. Gut. Und Sable International schwört, dass die Einheit angezeigt wird. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Das heißt ein Rudel Wölfe, eine Schule Wale. Heißt es dann ein Zellblock Häftlinge? Habe ich das richtig verstanden? Und hier runter! Sorry, hab meinen Ausweis vergessen, aber ein Tritt in den Hintern beweist, wer ich bin. Sable International bekommt definitiv keine gute Online-Bewertung. Hier ist Sable-Zentrale. Brauche Update für unseren Stern. Gepanzerte Streife zieht los. Melden jede Spur von Spider-Man. Gutes Foto. Perfekt. Fantastisch. Meisterwerk! Alle Einheiten, entflohene Häftlinge stehlen Nahrung aus einer Vorratsstation.
Haben eine Meldung aus Lennox Hill. Wunderschön. Es heißt ein Rudelwölfe. Heißt es dann ein Zellblock Häftlinge? Habe ich das richtig verstanden? Wie ist die Lage in Columbia? Dämonen greifen ihre Position an, brauchen Verstärkung. Sable-Jungs sind nicht meine größten Fans, aber die Dämonen dürfen sie nicht töten. Hey, ich hab nichts mit den Typen zu tun, aber ich vermöbel euch trotzdem! Schön, dass sich alle einig sind. Sie hassen mich alle. Aufmachen.
Ich muss die Dämonen erledigen, bevor ich Lee ins Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antiserum schnappt. Sable? Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt, Superheld. Die Dämonen haben Sable voll erwischt. Lee ist auf dem Kriegspfad. Diese Typen suchen keine neuen Freunde. Lass endlich unsere Agents in Ruhe, Spider-Man. Es reicht jetzt. Ihr glaubt, ich hätte eure Männer getötet? Das soll wohl ein Witz sein. Ich muss mich beeilen und reingehen. Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen.
Drohnen und Sable erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Warum bist du so schwer? Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Lee ist außer Kontrolle. Oh. Rette du Osborn. Ich rede mit ihnen. Wir sind gut. Okay, Lee, das ist das Ende. Es reicht jetzt.